Ich habe also mehrere davon, ja. Ich dachte, ich hätte jetzt nur eine einzige gehabt. Und das gleiche nochmal. Das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. So, gab es da noch was anderes? Nee. Oh meine Güte, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Ich wollte noch gar nicht nach oben. Aber gut, wir sind weiterhin auf dem Weg zum Fundbüro. Ob es das ist? Ich gehe jetzt erstmal hier unten lang. Hier ist es so dunkel, dass ich... Gut, glücklicherweise ist das hier im hellen Eck. Sonst hätte ich dieses Schloss wahrscheinlich hier aufgrund der Dunkelheit übersehen. Oh wei. Oh Gott, es ist sehr dunkel. Ah, hier geht's lang. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Mhm. Das ist aber eine gruselige Prophezeiung, wenn man bedenkt, wie die Familie gestorben ist. So, wir wollen hier rauf. Und auch hier rauf. Eieiei. Little! Little! Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Oh je. Oh nein! Warum? Bei geringer Gesundheit hat Alice die Möglichkeit, in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. Und auf meinem Controller? Im Zustand der Hysterie kann Alice nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Aber Vorsicht! Hysterie ist begrenzt. Ach so, füllt sich das dann wieder auf? Okay. Oh, oh mein Gott. Alles klar. Oh wei. Oh, Alice! Da ist noch einer. Alles gut. Gut, jetzt kann ich nicht in Hysterie verfallen, weil ich nicht geringe Gesundheit habe. Die Babys sind eigentlich ja auch überhaupt gar keine Herausforderung. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade so wenig Leben hatte. Hysterie. Mhm. Was soll das bedeuten? So, erstmal die Zähne einsammeln. Ich glaube, ich bin hier rausgekommen und hatte sofort wenig Leben. Warum? Damit natürlich die Hysterie auch einmal ausprobiert werden kann. Aktiviere den Zielmodus, indem du T drückst. Ja, gut. Ich weiß wie. So, und... Gib ihm! Einmal bitte ganz rum. Und grün. Das ist aber schön, dass jetzt hier solche neuen Mechaniken dazukommen. Das finde ich schön. Und immer wieder bin ich erstaunt, wie viele unterschiedliche Kombinationen man mit einem Controller belegen kann. Ach, nein! Böser Traum! Nein! Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber
fehlt mir fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und in die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Oh, wie gruselig. Der Hutmacher ist überhaupt keine Person aus Fleisch und Blut, er ist eine Maschine? Ah, okay. Ich soll durchs Ziffernblatt gehen. Aha. Oh, verdammt. Na gut, das war nah genug. Das war nah genug. Oh. Was passiert wohl hier? Ja, Druckplatten funktionieren nur mit Hilfe von Gewicht. Mit der Uhrwerkbombe kann man eine Druckplatte nicht mit Gewicht versehen. Oh, das ist schön. Dann mal rauf damit. Klick. So, aber jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das hält nicht ewig. Ich glaube, dieses Häschen wird nicht ewig da stehen bleiben. Irgendwann wird es kaputt gehen. Aber ich nehme erstmal die Zähne mit. Irgendwann kann ich nämlich auch bestimmt wieder meine Waffen aufwerten. So, eine Bombe. Ach, da läuft die Zeit ab. Alles klar, ich hab's verstanden, da läuft eine Zeit ab. Und, bumm. So, und hier würde ich irgendwie raufkommen, ja? Das ist der Fahrstuhl, der jetzt runtergefahren wurde durch die andere Druckplatte. Ach, Hutmacher. So, dann mal hinein. Schau an, ich muss gar nicht warten, dass ich das Ding explodieren lasse. Wir müssen durchs Ziffernblatt. Müssen wir dann also durch die Decke? Oh. Schmelzen und Wiederkehren. Montage oder Zerstörung. Auf ein Schirm. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Ich höre eine Schnauze. Ich höre eine Schnauze. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Schmelzen und wiederkehren. Mhm. Und außerdem Montage oder Zerstörung nach Bedarf. Und was haben wir da noch? Aufdrehen und niederdrücken. Wo ist der Schirm? Da. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst und mit Alice Regenschirm zu blocken. Stimmt, das Timing kann Alice blocken, gewisse feindliche Angriffe umlenken. Aha, also ich muss dafür erstmal das und jetzt... Oh. Toll. Ein Dreier, Baby. Verdammt, mit dem Regenschirm, ja, ich weiß schon. Oh, Mist. Ach, schau an. Wie mache ich das jetzt? Aber wie? Ich weiß nicht, mit welcher Taste ich das auf dem Controller machen soll.
Wir können das auch so machen. Tschüss. Au. Ich weiß doch, aber wie soll ich das machen? Im Zielmodus. Im Zielmodus. Ich bin im Zielmodus. Ach so. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh. Gut. Aber jetzt habe ich es verstanden. Es ist die Sprungtaste, denn im Zielmodus können wir ja gar nicht springen. Das heißt, im Zielmodus wird die Sprungtaste zum Regenschirm. Alles klar. Es ist ein bisschen blöd, dass das hier nicht in allen Peripherie-Modi angezeigt wird. Mhm. Ja, ist okay. Also, das ist der Zielmodus und dann... Na gut, das geht nur, wenn ich einen Gegner auch habe. So, wir überspringen das mal. Ich bin im Zielmodus und jetzt... Bumm! Oh, nochmal? Komm schon, schieß dich selbst tot. Und? Alles klar. Besser ist es, den erst kurz vorher zu aktivieren. Und? Sehr schön. Fernkämpfende Gegner kann ich somit sehr gut außer... Oh, oh. Ah, Schande! Alles klar, was war das? Oh mein Gott. Was war das jetzt? Und nochmal. Komm nochmal. Weiter. Komm schon. Und. Sehr schön. Zielmodus oder nicht mehr Zielmodus? Nein, ich glaube, sag mal, nicht mehr Zielmodus. Oh, 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 oh Gott. Oh wei. So, jetzt aber. Komm schon, ich bin in Hysterie. Und da ist die Schweineschnauze. Ich habe sie doch gerade gesehen. Sie war hier neben irgendeinem dieser Zieldinger. Da unten. Ah. Gut, komm her, kleine Schweineschnauze. Hierher. Gut. Wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten, irgendwo drauf zu drücken. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwelche Wege dadurch eröffnen. Zum Beispiel einmal nach da oben. Ich würde aber zuerst diesen Weg hier nehmen. Oh, guck mal, was ist denn das? Da kann ich aber doch bestimmt hin, oder? Das ist jetzt Jahre her, Alice. Zeit, diese Kindereien abzulegen. Okay. Alles klar. Jetzt nochmal und Ziel. Mhm, ich hab's mir doch gedacht. Vielleicht kann ich den anderen aber trotzdem schon mal auslösen. Sehr gut. Ich nehme aber zuerst mal diesen Weg. Und hoch. Ich glaube, sie kann nicht runterfallen, wenn sie kämpft. Oh. Gruselig. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter.
Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Und tot. Und tot. Der Zahltag für gute Arbeit. Die Stufen zu erleuchten erhellen den Weg. Aber die Stufen sind steil. Nimm sie einen nach der anderen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Okay. Zu leben. Gut, ich werde deinen Rat beherzigen. Schauen wir uns das hier erstmal an. Ein schlechter Arbeiter schmelzen ist ein und wiederkehren. Und gruselig, diese Maus, die da das Megafon hält. Ich frage mich gerade, wie das mit dem Kaufen von Verbesserungen für die Waffen war. War das hier? Waffen? Oh ja! Alles klar, ich könnte mal unsere Pfeffermühle noch ein. Die Pfeffermühle ist eine Schnellfeuerwaffe, die heftigsten Niesen verursacht. Du hast nicht genug Zähne für den Vorpal-Klingen-Upgrade. Ja, aber für das andere hier habe ich genug. Upgrade. Gib mir? Ja, gebe ich dir. Hm. 91 sind es jetzt nur noch. Wie schade, wie schade. Ich kann mir übrigens auch die Erinnerungen angucken. Schau an. Genau, es gibt so Brillenerinnerungen, es gibt so Kirchenerinnerungen, Flaschen. Es gibt hier die... Wartet mal, die Flaschen? Ah, alles klar. Federn und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal rauskommen hier aus diesem Jumping-Bereich und dass wir nochmal in die Realwelt zurückkehren, vielleicht zwischen irgendwelchen Kapiteln, und dass wir dann da uns die ganzen Erinnerungen nochmal angucken können. Ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben. So, von hier aus war ich jetzt gekommen, richtig? Ja. Dann geht's hier weiter rauf. Stufe für Stufe, hat er gesagt. Seltsam, ich gehe irgendwie automatisch davon aus, dass es ein Grinsekater ist. Und das nicht nur wegen der Stimme. Interessant. Tadadada, sehr schön. So, wo geht's denn jetzt entlang? Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Oh oh. Wie komme ich denn darauf? Ich fürchte, ich hätte hier nicht entlang gehen sollen, richtig? Stufe für Stufe. Also da komme ich nochmal hin. Sehr schön. Kann der mal bitte aufhören, hier seinen Sprüchlein die ganze Zeit zu sagen? Das ist ja gruselig. Ich gehe nochmal zurück. Oh, guck mal. Da hinten ist ja jemand und da arbeitet da unten. Moment. Komme ich da irgendwo hin? Industrie heißt Fortschritt. Komme ich da runter? Nee. Ich glaube, die sollen wirklich da nur arbeiten. Ach, da ist das Zielding. Alles klar, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe es nur gerade von den Plattformen aus nicht gesehen. Ach, auch das noch. Ach, sie gehen jetzt immer rauf und runter, ja? Okay. So, sehr schön. Das war aber gerade ebenso. Das war es jetzt aber gerade ebenso. So, da kann ich entlang. Wie steht's hier mit? Kann ich da auch irgendwo entlang? Nein. Okay, dann müssen wir hier rum. So, was stand hier jetzt? Dekadenz, Abfall im Überfluss. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Och, euer neuer Anführer. Das ist die Maus. Willkommen, Industrie. Willkommen, Effizienz. Ach, so Schande. Was ist mit dem passiert? Das ist doch nicht der Hase, ne? Das sind Maus und Hase. Okay. Okay. Huh. Farblich gefällt es mir hier tatsächlich eigentlich besser als in dem Hutmacher-Bereich, der so ein bisschen mehr Steampunk-mäßig aussah. Also sieht es hier jetzt auch, natürlich auch noch, aber... Oh, die schönen Teekannen, sie sind pervertiert worden und haben alle Augen bekommen. Oh, schön. Okay, ich guck mal.
Kann ich hier drauf landen? Ja. Und was ist das hier? Für ein Schlick. Sieht ein bisschen aus wie Quecksilber. Och, shit. Oje, oje. Ja, in Ordnung. Ich muss erstmal die beiden hier machen. Komm schon. Hahaha, ich habe mich unsichtbar gemacht. Nein, 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 nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sind sie zu zweit. Das ist gemein. Au! So, alles klar. Ich gehe mal eben erst hier entlang. So, und von hier aus jetzt vielleicht gleich. Mhm. Alles klar. Oh, schade, ich wollte es mit dem Schirm machen. Schade, es geht nicht. Es geht nicht mit dem Schirm. Mist, Mist, es geht nicht mit dem Schirm. Okay, dann muss ich wohl doch übergehen. In Ordnung, in Ordnung. Fangen wir nochmal von vorne an. Gut, das ist also leider... Oh. Ja, ich möchte fortfahren. Aber warum habe ich jetzt hier gar kein Leben gehabt?